Diese Naht hier, die ich hier gearbeitet habe, die nennt man Three Needle Bind Off, also drei Nadel abketten. Das ist jetzt die rechte Seite, die Außenseite. Das heißt, hier zieht sich das im linken Bereich so ein bisschen zusammen und im rechten Bereich sieht das so ein bisschen aus wie ein gefakter Maschenstich. Und so sieht die linke Seite aus. Und warum das Three Needle Bind Off heißt und wie das gemacht wird, das zeige ich dir jetzt. Um den Three Needle Bind Off, also das Drei-Nadel-Abketten zu arbeiten, brauchst du natürlich deine zwei fertigen Strickstücke. Die habe ich jetzt mal hier. Stell dir vor, das ist ein Vorderteil von einem Pullover zum Beispiel und das ist das Rückenteil. Die sind natürlich immer so gearbeitet, dass die gegengleich sind. Das heißt, die liegen hier so gegeneinander, dass ich das tendenziell fortführen würde, das Muster. Und wenn du die jetzt im Three Needle Bind Off zusammensetzen willst, dann biegt man die auf die linke Seite. Ja, also das heißt, du achtest darauf, dass die linke Seite oben ist. Ich habe jetzt hier eine Hälfte auch in rechts gemacht, damit ich dir zeigen kann, wie das auch auf der rechten Seite aussieht, falls du das von rechts verwenden möchtest. So. Ich lege mir meine beiden Stücke gegenüber. Dann nehme ich eine dritte Nadel, deswegen heißt das nämlich Three Needle Bind Off, weil du drei Nadeln dafür brauchst. Und ich arbeite mein Abketten jetzt mal mit einem Kontrastgarn, damit du auch sehen kannst, wie das hinterher aussieht und wie quasi die Naht damit aussieht. Ich stricke die Masche von der vorderen Nadel mit der Masche von der hinteren Nadel zusammen. Also das heißt, ich steche von rechts nach links in die vordere Masche und von rechts nach links in die hintere Masche und ziehe mir den Faden durch und kann dann diese beiden Maschen von der Nadel gleiten lassen. Du musst dabei aufpassen, dass du dir den Rest nicht mit runterreißt. Das gleiche mache ich jetzt auch mit der zweiten Masche. Also durch beide Maschen durch. Und quasi beide zusammenstricken. So. Und jetzt kann ich, das ist egal, ob du das mit der vorderen oder mit der hinteren Nadel machst, jetzt kann ich die erste Masche auf der Nadel über die zweite Masche überziehen. So, und dann stricke ich wieder hier zwei Maschen zusammen. Und ziehe wieder die hintere Masche über die vordere Masche über. Und so fahre ich fort. Also das heißt, ich stricke immer zwei Maschen zusammen, eine von der vorderen und eine von der hinteren Nadel. Und dann kette ich die Maschen, die ich zusammengestrickt habe, mit einem Überzug ab. Das eigentliche Abketten ist also hier ein Abketten mit Überzug. Die Maschen an sich werden aber vom Vorder- und vom Rückenteil zusammengestrickt. Oh, jetzt habe ich hier eine Masche verloren. Das passiert auch mir mal. So, wo bist du denn, Masche? Das ist die hintere und das ist die vordere. So, die beiden müssen zusammen. Hoffe ich. Nein, ich habe hier eine übergezogen. So. Also, wenn dir sowas passiert, einfach wieder ganz beherzt zurück. Die beiden Maschen gehören nach hinten, die kann man gut auch nach hinten sortieren. So, und die hier gehört nach vorne, die sortiert nur nach vorne. So, also jetzt die beiden wieder zusammen. So. Und überziehen. Wenn sich dabei eine Nadel zu weit vorne rausmogelt, dann kannst du die wieder zurückschieben und damit wieder justieren. Du kannst natürlich auch mit der vorderen Nadel die Maschen überheben. Ich persönlich mag das immer lieber mit der hinteren, weil ich dann mehr Kontrolle habe. Wenn ich das mit der vorderen mag, dann piekt mir die hintere häufig hier auch in meine Maschen und das will ich nicht. So, dann kette ich das jetzt mal kurz ab.
So, hier habe ich meine letzten beiden. Da kann ich dann die letzte Nadel, die hintere Nadel auch rausnehmen und kann die zusammenstricken. So, da hat die sich schon von alleine verabschiedet. So, danach ziehe ich den Faden einmal durch. Zack. Und dann kann ich den auch direkt abschneiden. So, und so sieht unsere Abkettkante von oben aus. Das heißt, wenn du die jetzt von außen arbeiten würdest, bildet sich hier auf der rechten Seite so ein kleiner linker Rand und es läuft halt eben das Zöpfchen von der Abkettkante dahin. Im linken Bereich sieht das so aus. Ich drehe es mal in die andere Richtung, dass du das gut erkennen kannst. Also es ist auch ein schönes dekoratives Abketten auf der Oberseite, also auf der rechten Seite. Wenn wir das allerdings auf der linken Seite machen, so wie ich es dir empfohlen habe, dann siehst du hier bei unserem glatt rechten, sieht das fast ein bisschen aus wie ein Maschenstich, also es ist so ein gefakter Maschenstich. Das liegt halt auch relativ flach, ne? Und führt sich hier schön fort. In den linken Maschen gibt es hier so ein kleines Tal und so eine kleine Lücke. So. Das ist das Drei-Nadel-Abketten von der rechten und von der linken Seite. Und ich hoffe, mein kleines Video und mein kleines Tutorial hat dir gefallen. Und die Crazy Basics gibt es jeden Montag. Und jeden Donnerstag gibt es den Crazy Donnerschlag mit einem Anleitungsvideo. Und das verpasst du natürlich nicht, wenn du meinen Kanal abonnierst.